Weißt du, heute gibt es so eine neue Welle. Wie kann man über die Mujahideen reden? Diese Leute opfern ihr Leben, die haben Ikhlas, die sind rausgewandert, die sind am Kämpfen und so weiter und so fort. Wieso redet man gegen die? Warum kann man nicht über den reden, kann man nicht über den reden? Erstmal, man kann über 10.000 Themen reden. Wenn wir über jeden Missstand auf der Welt reden würden, dann würden wir den ganzen Tag gar keine Luft holen können. Wenn wir über jeden Missstand reden wollen, ja, oder du redest über irgendein Problem, du redest über ein Problem in Deutschland und das gefällt ihnen gerade nicht, das gefällt ihnen nicht. Ja, und was ist mit Fallujah? Und was ist mit Raqqa? Und was ist mit Regenwald in Südafrika? Und was mit dem Ozonloch? Und warum redest du nicht darüber? Wenn du über alles reden, wenn wir über alles reden wollen, dann können wir den ganzen Tag keine Luft mehr holen. Weil dann sind wir nur noch am Reden. Das geht gar nicht. So, das heißt, man sucht sich etwas aus, ein Thema, wo man denkt, erstens, dass man darüber reden kann, dass ein Thema ist, was passend für einen ist. Zweitens, dass man glaubt, dass man etwas bewirken kann. Dass man etwas bewirken kann. So, aber nochmal zurück zu dieser Sache mit Mujahideen. Erstmal, natürlich darf man die kritisieren. Der Prophet a.s. hat zum Beispiel Khalid al-Walid kritisiert. Und der Prophet a.s. ist unser Vorbild. Der hat gesagt: Oh Allah, ich sage mich vor dir los, vor dem, was Khalid gemacht hat, weil Khalid in einer Schlacht besonders brutal vorgegangen ist. Das hat er gesagt. Und genauso sagen wir uns los von Sachen, die Leute machen. Hier ist eine schöne Sache in diesem Hadith. Guck mal, der Prophet a.s. sagt nicht, ich sage mich von Khalid los, sondern ich sage mich von dem los, was er gemacht hat. Aber wenn wir nun Leute haben, Khalid, der hat diesen Fehler aber auch einmal gemacht. Der hat nicht danach 100.000 Mal dasselbe nochmal gemacht und nochmal gemacht und nochmal gemacht und nochmal gemacht und nochmal gemacht. Das heißt, wenn wir aber dann sehen, wir sagen uns von einer Tat los, wir geben Nasiha, diese Tat ist schädlich für die Muslime. Ja. Und dann geht es so weit, dass man sogar zum Käfer erklärt wird, weil irgendwelche Sachen nicht verstanden werden, aus dem Kontext gezogen werden, teilweise Lügen gebracht werden oder weil du einfach den Islam falsch verstanden hast, dann ist es ganz klar. Dass man dagegen angeht. Und hier kommt jetzt ein Punkt, der in einem anderen Hadith wieder genannt wird. Der Prophet a.s. beschreibt die ersten Leute in die Hölle gehen. Die ersten Leute in die Hölle gehen. Wer ist darunter? Von einem Mujahid. Allah zeigt ihm seine Gnaden und sagt, was hast du dafür gemacht? Dann sagt er, ich habe für dich gekämpft, bis ich Shahid geworden bin. Das sieht so aus wie Shahid. Was sagt Allah? Du hast gelogen. Du hast gekämpft. Aber guck mal, hier ist wichtig. Hey, er steht vor Allah. Er hat wirklich gedacht, er hätte für Allah gekämpft. Das ist klar, ich habe für dich gekämpft. Und ich bin Shahid geworden für dich. Der hat echt gedacht, er hat für Allah gekämpft. Und was sagt Allah zu ihm? Du hast gelogen. Was nicht für Allah sagt, er hat nicht für ihn gekämpft, sondern du hast gekämpft, damit die Leute sagen, mutig, tapfer. Wie kann dann jemand heute kommen und sagt, guck mal, wenn man kämpft, das zeigt, die Leute haben Ikhlas. Bruder, Ikhlas ist eine Sache, die im Herzen ist. Kümmere dich um dein Ikhlas und sag, möge Allah dem und dem und dem Ikhlas geben. Aber wir haben es heute mit Juhal zu tun, Bruder. Juhal. Die kommen an und erzählen, der hat Ikhlas und der hat kein Ikhlas. Und ich habe von einem gehört, der soll gesagt haben, er hat von Allah die Fähigkeit bekommen zu sehen, wer Ikhlas hat und wer nicht. Ach, das ist eine Sache des Verborgenen. Du erzählst darüber natürlich, es gibt bestimmte Qara'in, woran man bestimmte Sachen sieht, aber im Ende, woran man bestimmte Sachen abmessen kann. Aber alleine zu kämpfen, ist in keinster Weise ein Beweis dafür, dass man Ikhlas hat. Es gibt 100.000 Leute, die Sachen machen, die lebensgefährlich sind, weil sie einen Kick haben wollen. Weil sie cool sein wollen. Leute springen mit dem Fallschirm runter oder Skyriding. Warum machen die das? Das ist lebensgefährlich, Achi. Stuntman.
Oder der macht die übelsten Stunts, die lebensgefährlichsten, wo du sagst, ist der Typ lebensmüde? Aber warum macht er das? Der will den Kick haben. Und so gibt es auch Leute, die kämpfen wollen, um Kick zu haben. Bruder, ist nicht meine Aufgabe zu entscheiden, ob der oder der oder der kämpft, um Kick zu haben. Oder ob der kämpft mit einer reinen Absicht. Ist nicht meine Sache. Ist nicht meine Aufgabe. Aber es gibt Karain, es gibt Indizien, die zeigen, warum du kämpfst. Kann auch sein, dass du kämpfst, weil du dich über andere erheben willst. Weil du andere erniedrigen willst, dass sich das antörnt. Es gibt Leute, die gehen auch ein Risiko ein, die töten Menschen, Massenmörder. Ja, die suchen Leute, die sie töten können, aber das Risiko ist, dass sie dabei erwischt werden und dann was? In das geht. So. Heißt das, sie sind auf dem richtigen Weg, was die gemacht haben? So. Die gehen aber ein Risiko ein. Warum? Die wollen Leute erniedrigen. Das tönt die an, Bruder. Die sind bereit dafür, von ihrer Nefs her, von ihren Gelüsten her, sind sie bereit, Leute zu erniedrigen. Ja, die wollen die auf den Knien sehen, die wollen die foltern, die wollen gerne deren Schmerzen sehen. Dafür sind sie bereit, das Risiko einzugehen, die Todesstrafe zu bekommen, zum Beispiel in den USA, oder in den Knast zu gehen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Serienkiller geschnappt wird? Die ist riesengroß. Die ist genauso groß, wie dass einer, der Mujahid ist, getötet wird. Im Land XY. Die ist genauso groß. Aber dieser Serienkiller, warum macht er diesen Serienkiller? Für seine Gelüste. Für seine Gelüste. Der will sich über andere Leute heben. Der will stärker sein. Der will die erniedrigen. Es macht ihm Spaß, die leiden zu sehen. Das ist aber für Gelüste gemacht. Der geht genau dasselbe Risiko ein, lebenslänglichen Knast zu gehen oder die Todesstrafe zu bekommen, je nachdem, welchem Staat das in den USA macht, wie derjenige, der das Land XY geht. Die Wahrscheinlichkeit ist genauso groß. Dann, Angeberei, Kick. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit von Leuten, Bruder, es gibt Leute, die gehen auf bestimmte Berge, dort zu sterben, ist wesentlich größer, dass eine Lawine kommt und man stirbt, als wenn du irgendwo in den Krieg ziehst. Die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich größer. Und die machen es trotzdem. Die Leute sagen, das ist wie russisches Roulette. Die machen das. Warum? Die wollen Kick haben. Das heißt, alleine zu kämpfen, zeigt noch nicht, dass du Mukhlis bist, das für Allah machst. So, es kann sein, du machst es für den Kick. Ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Kann sein, du machst das, um Leute zu erniedrigen. Und du suchst dir die Religion als Vorwand, das zu tun. Guck mal, und jetzt muss man sich selber die Frage stellen. Wer ist derjenige, der auf dem Weg Allahs kämpft? Der Prophet hat es selber gemacht. Nicht der für Hamia macht. Nicht der, der für seinen... Der, ja. Wer ist derjenige? Sagt er. Der macht, damit das Wort Allahs am höchsten ist. Okay. Wenn deine Absicht rein ist, du machst das, um das Wort Allahs am höchsten, dass das Wort Allahs am höchsten ist. Was interessiert dich? Du willst einfach gewinnen, einfach den Islam nach vorne bringen. Denkst du, du würdest sagen, wenn du eine Schlacht ziehst, stell dir selber die Frage, ach, ich will nicht über das Herz von Leuten urteilen, aber ich urteile darüber, was sie selber sagen, ob das nicht an ihnen Dienst ist. Was ist jetzt, wenn jemand sagt, der geht in eine Schlacht und sagt, ey, und jedes Mal, wenn wir rausgehen, wünschen wir uns, dass wir einen erwischen und dass wir ihn mit einem stumpfen Messer enthaupten können. Ich frage, Bruder, wenn dein Ziel einfach nur ist, das Wort Allahs am höchsten zu machen, würdest du dann sagen, dass das dein Wunsch ist? Oder bist du dort, um Leute zu erniedrigen? Allah weiß es am besten. Aber ach, die Sache ist nicht so einfach, wie sie aussieht. Aber das wird den Leuten eingeredet. Das wird den Leuten eingeredet, um Leute zu Kanonenfutter zu machen.